beginnt unser großer Vorstoß. Wir haben Level 5. Ich habe ein bisschen Geld zusammengespart, um mir die Baumwollrobe als bessere Rüstung zu kaufen. Ja, HP und MP sind höher als sonst. Das sind unsere aktuellen Werte. Man merke, Magie und Geschwindigkeit super. Der Rest, oh weia. Typisch Zauberin halt. Und Items, da haben wir nicht viel. Ein Gegengift. 3x3 Herbs für unsere Magie und 5 Potions, um uns zu heilen. Da die Tränke super billig sind und wir selbst für 80 Öcken ja so ein Magie-Dings haben, kriegen können, müssen wir uns ja nicht viel Sorgen machen. Haben wir schnell 4 Monster totgekloppt und schon haben wir wieder das Geld, um unsere Magie aufzuladen. Also kommt jetzt unser erster ernst gemeinter Vorstoß in Dungeon Rons, Schloss Aran. Und das ist wahrscheinlich dieses Schloss da hinten. Aber natürlich werden wir auf dem Weg wieder angegriffen, weil ich zu dumm bin, den Viechern auszuweichen. Und auch wenn Magie heilig ist, greifen wir wieder mal zur Eisfresse hier. Ja, get lost, Wyvern. Komischer Name für ein Adlerviech. Okay, gut. Oh ne, hier, bleibt weg, bleibt weg, bleibt. Ah, Gott sei Dank. So, jetzt sind wir im Schloss Aran und hier ist auch alles voller Monster. Ja, das hatte ich vergessen. Okay, Magie, habe ich noch vergessen zu sagen. Wir haben jetzt 2 neue Zauber, den zum Heilen. Und diesen super tollen hier, der volle 8 Punkte kostet. Ich nehme mal an, der heilt Vergiftung. Okay, mit etwas Glück kriegen wir demnächst wieder einen neuen Angriffszauber. Falls wir mal jetzt auf Eismonster treffen, denn das wäre natürlich typisch. So, jetzt können wir uns etwas im Schloss umgucken. Und wir werden angegriffen und jetzt sehen wir auch mal, was für Monsterchen hier waren. Oh, stockfinster und... Igitt. Okay, komisches Schattenviech. Frisst Eis. Oh, Gott sei Dank. Chimera hat verloren. Oh, und wir haben ein magisches Herb gefunden. Oh, gut. Das lässt sich doch schon mal gut an. Und? Jetzt gehen wir mal hier rein. Oh ja, der längste Gang aller Zeiten. Und wieder so ein Ding. Okay. Wir können ungefähr insgesamt 10 von denen besiegen, bevor wir in Schwierigkeiten geraten. Aber ich kann auch problemlos ein Magic... Oh, wow. Okay. Ich habe mir umsonst Sorgen gemacht. Wenn die uns hier überall so nachgeschmissen werden, habe ich mir umsonst Sorgen gemacht. Wirklich. Jetzt muss ich mir weniger Sorgen um meine Magie machen. Okay. Das war ein langer U-Raum. Und wir sind wieder draußen. Wow, das hat uns einmal im Kreis geführt. Das war jetzt aber nützlich. Naja gut, zumindest macht es Sinn. Besser als manche andere Dungeons, die ich gesehen habe, die anscheinend aus sinnlosen Gründen einfach nur ein gigantisches Labyrinth sind. Bis jetzt sieht dieses Schloss zumindest vom Layout auch aus wie ein Schloss. Und ouch, verdammt. Jetzt weiß ich, warum die Viecher so sind. Okay, aber keine Angst, wir versuchen es einfach nochmal und gewinnen. Autsch! Oh, wow. Okay, diesmal kriegen wir kein Magic Herb. Na egal. Wir sind noch 2 im Plus. Noch haben wir kein großes Problem. Okay, dann gucken wir uns mal den Raum in der Mitte an, bevor wir nach unten gehen. Naja, vorher werden wir noch angegriffen. Naja, Schatten, verzieh dich. Hier, Eis gegen Schatten. Ist super effektiv. Ja. Und auf nach innen. Oh, wir werden gleich aufgestuft. Das ist doch schon mal was Feines. Und weiter geht's. Okay. Und, hier geht's nach oben. Na gut, gehen wir mal nach oben. Das dürfte wahrscheinlich schneller zu Ende gehen. Oder auch nicht. Da sind auch schon wieder komische gelbe Punkte drauf. Gucken, was die darstellen sollen. Na, gelber Punkt, wo versteckst du dich? Ach, ja, ist doch ein bisschen... Oh, hier geht's noch weiter nach oben. Und wir werden erstmal angegriffen. Okay. Okay, solange es nur diese Gegner sind, und wenn ich ständig daneben hauen... Wieso, wie jetzt? Autsch! Verdammt, der Schatten hat mich gerammt. Schon zerfällt er wieder. So. Okay, ist das jetzt ein Schloss oder ein Turm? Eigentlich habe ich gedacht, dass die Kerkerdimension da unten ein bisschen größer sein soll. So.
Hier sind auch wieder gelbe Punkte zu sehen. Oh, und jetzt habe ich die weißen nicht aufgepasst. Igitt, was bist du denn? Und wir haben nur diesen... Oh, ich habe nicht aufgepasst. Ah ja, das war ja toll. Okay. Blonk. Hier fall mir nicht auf den Kopf, du dummes Ding. Autsch. Und natürlich hat es nicht wieder nicht gewirkt. Los. Oh, und er hat es gerade so überlebt. Okay, jetzt greifen wir mal an. Handkantenschlag. Handkantenschlag. Startwort verloren. Ha. Das war knapp, als ich gehofft habe. Ich glaube, ich gucke mich unten lieber nochmal um. Bevor ich mich hier verlaufe, das wäre nämlich peinlich. Okay, gut. Hier weiß ich, dass ich ziemlich nah am Ausgang bin noch. Und... Ah, die gelben Punkte sind Schätze. Jetzt muss ich da nur mal hinkommen. Oh, nee, ey. Stirb. Los, stirb. Ah, ich hab gerade wohl Pech hier. Los. Und erledigt. Genau. Erledigt. Okay, jetzt sind wir schon wieder mal wieder an Knapsen hier. Gut, gibt's links noch irgendwas zum runter- oder hochklettern? Oder kommen wir hier zu den Schätzen? Hier geht's weiter und weiter und hier ist eine Sackgasse. Oder? Ah, verdammt, wieder so schnell Monsterangriffe hier. Stirb los! Eisangriff! Erledigt! Ha. Aus die Maus. Okay. Oh! Ach, hier geht's durch, gut. Ist weg hier? Eix! Nee, hört endlich mal auf, ihr Monsterchen. Okay, gut. Jetzt hoffen wir mal, dass es wirkt. Oh, wow. Und erledigt ihn gleich. Naja. Oh, wir haben Level 6 erreicht. Das ist praktisch. Ja, Trefferpunkte Magie geht hoch. Ja, Power, Guard und Magic und Speed, alles höher. Das ist das erste Mal, dass wir keinen neuen Zauber gekriegt haben. Wahrscheinlich, weil wir jetzt gut einen gebrauchen könnten. Gut, Sarge. Wir haben P-Seed gefunden, was immer das ist. Mal gleich benutzen. Oh! Erhöht unsere Angriffskraft. Und so hat unsere Zauberin auch dringend notwendig, als Einzelkämpferin, die sie ist. So, ich hoffe, das wirkt jetzt noch. Und natürlich nicht. Jetzt müssen wir das hier einsetzen. Los, Magie, komm zurück. Autsch. Ah, Gott sei Dank. Jetzt hat der Gegner mal Pech gehabt. Kapriziöse Magie. Und wird dafür gleich ausgelöscht. Okay. Das würde mir schon gar nicht mehr gefallen hier. Jetzt hole ich mir schnell noch die zweite Schatztruhe, falls das noch geht. Und dann sieht es schon wieder nach einem strategischen Rückzug aus. Eix! Ach, nur die Ruhe. Noch klappt's. Und oh, du hau bloß ab hier. Friss Eis und stirb. Autsch. Jetzt kriegen wir das Ding wieder in die Fressen hier. Los, bleib tot. Erledigt. Okay, gut, jetzt fresse ich mal schnell eine Potion, ehe wir hier tot umkippen. Erstmal öffnen. Potion 1, oh gut. Das können wir nämlich gleich geboten nutzen hier. Use. Oh, 28 Trefferpunkte, geht zurück. Okay, gut, jetzt haben wir zwei Schätze gefunden, aber ja, schon geht unser Vorrat an Tränken allmählich runter. Vor allem Magietränke sind ja sowas von teuer. Ja, relativ später im Spiel sind sie wahrscheinlich sau billig, aber zurzeit sind sie noch eher billig. Ja, teuer meine ich. Oh. Normalen Potions dagegen sind ziemlich billig. So oder so, da ich jetzt erstmal keine neuen Rüstungen oder Waffen habe, die ich kaufen könnte, da mir sowieso nichts passt, werde ich erstmal versuchen, Sorge zu tragen, mich mit Tränken beider Sorten einzudecken hier. Jetzt muss ich natürlich erstmal noch lebend hier rauskommen. Naja, du bist ja nicht so schlimm. Und Trefferpunkte haben wir ja diesmal... Oh ja. Autsch. 5. So, stirb. Stirb langsam, aber stirb. Genau. Ich
Ich will nicht wissen, wie viele Handkantenschläge du brauchst. Nur so einen Angriffszauber haben wir dich erstmal klein gekriegt. Okay, gut. Jetzt können wir auch mal gleich. Ach je. Okay, und jetzt schnell zurück zur Stadt. Stadt. Oh, oh. Gut. Oh, schon so niedrig. Okay, gut, weg mit dir. Dämon verloren. Ah ja, genau. Dämon hat verloren. Er ist jetzt nur ein Haufen zermatschtes Fleisch. So, gut. Einen Kampf will ich noch führen. Gucken, wie viel stärker ich jetzt geworden bin mit Handkantenschlägen. Verteidigung. Ha, abgewehrt. Und Angriff. Heia, Handkantenschlag. Ha, das wirkt nicht. Handkantenschlag. Hey. Das ist doch schon ein bisschen besser geworden. Gut zu wissen, dass ich jetzt gegen diesen Kleinkram hier keine Magie am Herzen wenden muss. Okay. Wie ist der Status? Level 6. Und wahrscheinlich werden wir auf Level 7 aufgestuft, wenn wir wieder mal im Schloss herumwälzen. Und wir haben genug Geld für ein paar zusätzliche Tränke. Unsere Power ist ein bisschen nach oben gegangen, was praktisch ist. Und wie sieht's mit Magie? Mit Items aus. Okay, gut. Yep. Ein paar Potions, ein paar Magie-Herbs und dann marschieren wir wieder zurück. Okay, beim nächsten Mal aber. Beim nächsten Mal werden wir den Dungeon schaffen. Oder verrecken. Ha. Okay, und jetzt sind wir wieder im Spiel hier. Oh gut, wir sind ein bisschen stärker geworden und so weiter. Und wir haben ein paar neue Items eingekauft. 8 Potions, 4 magische Herbs und ein Bee Protect. Was immer das ist. Ich habe zwar keinen blassen Schimmer, aber hey, vielleicht ist es nützlich. Gut. Mithilfe meiner Emulator-Power beame ich mich jetzt mal direkt zum Schloss. Und... Zabusch. Okay, wir sind wieder im Schloss Aran. Nichts ist ungewöhnlich, gesehen da von den Viechern hier. Und ich habe mich entschlossen, mal zu gucken, jetzt zuerst im Keller nachzusehen. Vielleicht finden wir ja was. Wir wissen ja, dieser Gang geht nur einmal im Kreis herum. Ja, bleibt weg, bleibt weg. Ah. Ah. Shadow. Wo hast du Chimäre? Geh mal wieder weg. Oh nein, Eis, so kalt. So, Problem 1 gelöst. Meine Keller des Schlosses gehen. Und natürlich ist hier auch wieder eine Menge los. Ah ja, na gut. Und weiter geht's. Nur hoffe, dass ich hier nicht gleich verrecke. So, du kriegst mal wieder deine Eisfratze hier. Und ich sehe schon, das wird wieder so ein Monumentalprojekt hier. Ich meine, ich könnte ja als Safe States verwenden, aber bei meinem Glück würde ich die wahrscheinlich zu spät verwenden. Und ich werde es dann nicht mehr lebend mehr rausschaffen. Na, das wäre toll. Und ich habe... Aber vorsichtig, ich versuche diesen Schatz zu finden und mache mich dann wieder aus dem Staub hier. Gut, solange die Gegner nur alleine hier auftauchen, ist es ja nicht so schlimm. Boah. Ja, Statue, du hast verloren. Ich muss nur aufpassen, dass ich meine tollen magischen Kräuter nicht schneller verbrauche, als ich sie kriege. Und oh, wo geht denn da dieser Gang wieder hin? Der ist ja ewig wieder mal. Okay, vielleicht kriegen wir jetzt noch diese Schatztruhe da. Oh ja, und wieder ist da so ein hässlicher Stein uns im Weg. Den müssen wir gleich wieder kaputt frieren. Genau. Die Statue verliert wieder mal in unserem Pokémon-artigen Super-Mega-Duell hier. Zauberin trumpft Stein. Oh, hey, halt, nein, oh, hey. Okay. Was kommt? Oh, 2! Jetzt wird's schon mal ernst. Vor allem, weil wir keinen Multi-Angreifzauber haben. Autsch! Okay, die sind doch hässlicher als gedacht. Jetzt muss ich aufpassen. Sonst könnten wir hier ein hässliches Ende kriegen. Oh, es sind sogar mehrere als ein Schatz hier. Gut, schnell öffnen. Psyd. Equip. Oh, ach, das ist eine dieser Waffen, die ich nicht tragen kann. Oh, schade. Na gut, kann ich zumindest verkaufen. Gegen irgendwas Nützliches eintauschen. So, und du kriegst das hier auf die Fresse.
Und natürlich verfehlt es wieder. Ja, und er verfehlt auch. Dann machen wir wieder. Das war das Hornberger Schießen, aber in der zweiten Runde treffe ich und erledige ihn. Was ist eigentlich mit diesem B-Protect? Kann ich das so benutzen? Nee. Okay, gut. Ich versuche es im Kampf mal. Dann weiß ich wenigstens, was das ist fürs nächste Mal. Okay. B-Protect. Und? Oh, es erhöht die Verteidigung. Na gut, das hätte ich mir denken können. Aber gegen das Viech hilft das nicht so viel, wie ich gedacht hätte. Ah, gut. Du stirbst mal schön. Ah, so. Jetzt versuche ich noch eine Schatztruhe zu kriegen, bevor wir uns hier wieder der Chaos geht. Ah, im Moment, von hier bin ich gekommen, oder? Ah, nochmal das Spiel. Okay, gut. Jetzt hoffe ich nur, dass ich nicht verfehle. Das wäre nämlich dumm in diesem Fall. Oh, natürlich. Autsch. Autsch. Aua. Okay, jetzt kann ich nur hoffen, dass ich schneller bin als die Monster. Dann war es das. Oh, Gott sei Dank. Dann kriege ich natürlich wieder eins in die Fresse. Und das hat nicht funktioniert. Gott sei Dank. Okay. Das war knapp, aber knärzlich. Na, jetzt... Autsch. Man sterbt denn hier vier. So. Okay, das war knapp. Das habe ich schon mal gesagt. Oh, Gott sei Dank, wir haben nochmal eine Potion gefunden. Damit können wir wieder ein bisschen länger hier ausharren. Bis uns gleich die Magie ausgeht, natürlich. Und, ey, Mist. Na, oh, komm, stirb. Jetzt brauchen wir wieder so ein Magie-Dings gleich. Genau. Die Statue ist kaputt. So, jetzt brauchen wir das. Oh ja, das bringt ja nur 20 zurück. Ja, dafür werden wir gleich aufgestuft. Ich versuche immer noch an diesen Schatz dran zu kommen. Aber da müssen wir noch ein ganz schönes Stückchen weit gehen. Bleib weg. Ah, in diesen engen Ringen kann man schlecht ausreichen. Okay, diese Dinge sind zumindest nicht so unbarmherzig wie diese Schatten, die einen die Magie aussaugen können. Oh, und Level 7. Oh, danke, Isuna. Ein bisschen mehr, bisschen mehr. Oh ja, die Verteidigung, 3 Punkte gestiegen, das ist gut. Guard ist gestiegen. Und wir haben Ice 2 gelernt. Hoffentlich ist das auch nützlich, denn wenn es zu viele Magiepunkte verbraucht, ist es wahrscheinlich... Ey, verdammt, den Punkt habe ich gar nicht gesehen. Okay, gut. 12! Holla, die Waldfee. Da brauchen wir mehr, Magic Herbs, bevor wir das häufig anwenden können. Ich kann es immer versuchen, wenn mehr als ein Monster da ist. Hauptsache. Ah ja, los. Weiter nach rechts, weiter nach rechts, weiter nach rechts. Ja, genau da. Schatztruhe, schnell. Ja, wir kommen näher, wir kommen näher, wir kommen näher. Und da ist es, gut. Und was haben wir hier? Ein Topaz. Naja, zumindest ein bisschen Geld. Ah, was ich bräuchte, wäre so ein Gegenstand, mit dem wir fliehen könnten. Okay. Geht das Spiel wieder los hier? Du stirbst schön. Okay. So, Item. Jetzt benutze ich lieber noch einen. Und versuche jetzt nochmal wieder nach oben zu rennen. Da wir heute hier unten auf dem Radar nichts mehr sehen kann erstmal. Und zu lange hier unten rumzuhängen, scheint mir eher ungesund zu sein. Wenn ich nicht zufällig über eine Treppe stolpere, die nach unten führt, werde ich mich also wieder auf den Weg nach oben machen. Und dann gucken wir uns oben um, denn da waren ja noch ein paar gelbe Punkte, die auf Schätze hindeuten. Irgendwo im zweiten Stockwerk oder so. Und dann gucken wir mal, ob wir da auch irgendwo diesen Knilch finden, der den Schlüssel hat. Ja, er wird wahrscheinlich hundeartig sein. Oder einen Hund haben. Oder vielleicht war das auch nur komplette Scheiße, was die da erzählt haben. Das kommt ja auch schon mal vor. Ah ja, genau, da sind sie doch. Nice too.
Nee, Mist. Wow, gut, das ist Overkill. Aber leider kann ich es nicht auf mehr als einen Gegner verteilen. Naja. Solange die Gegner nicht gleich in Horden ankommen, ist das ja nicht so schlimm. Allerdings ist ihre Magie halt so stark, wie man gesehen hat, dass man erstmal einen Gegner finden muss, der nicht von dem ersten Eis-1-Zauber gleich umgepustet wird. Oh, und da habe ich zu viel gesammelt. Da warten die Feinde nur drauf. Oh, und wieder zwei. So, jetzt wollen wir mal schauen. Wir hauen die platt. Oh nee, oh nee. Oh, autsch. Autsch, gut, dass meine Verteidigung gestiegen ist. Ansonsten hätte ich jetzt ein Problem. Aber man sieht, lange kann ich hier nicht mehr durchhalten. Jetzt muss ich schon wieder in Rückzug eintreten. Bevor wir uns auf den Weg nach oben machen können. Ah, gut, Gott sei Dank. Denn ohne ein weiteres Magic Herb würde ich hier wahrscheinlich nicht mehr lebend rauskommen. Jetzt brauche ich erstmal noch eine Potion. Gut, 30 Zeug gekriegt und noch ein Magic Herb. So. Jetzt aber schnell, Treppe, wo bist du? Trepperich, ich brauche dich. Na bloß, ihr weiß, ihr bleibt weg, 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 weg. Wo ging's jetzt nochmal nach draußen? Ich hoffe, ich überlebe lang genug, um den Ausgang zu finden, sonst wäre das echt scheiße. Naja, wenigstens sie hinterlassen die Schatten. Oh, Gott sei Dank. So ist das immer schön. Oh ja. Oh Gott sei Dank, doppeltes Gott sei Dank, da ist der Ausgang. Ich will hier unten nicht verrecken, um Himmels Willen. Naja, ich muss sagen, es macht Spaß auch. Bei den meisten JRPGs habe ich ja eher das Gefühl, dass man unterfordert wird. Aber bei einigen dieser älteren, da muss man sich noch überlegen, hier die Sachen einteilen und so weiter, dass man nicht verreckt. Und dann anders als bei Phantasy Star 3 hat man auch nicht das Gefühl, dass man verarscht wird. Dass man da ewig lang durch die Gegend sabbeln, trampeln muss, um zu überleben. Ich meine, hier ist es objektiv gesehen wahrscheinlich genauso, aber irgendwie hat das mehr Charme, finde ich. Also auch irgendwie nur einer allein gegen den Rest der Welt. Jetzt müssen wir hier nur raus. Ach, ah ja, stimmt. Ah, ich bin ja schon quasi da in der Mitte von dem Dings da. Und das sind nicht mehr jetzt Dungeon-Mauern, sondern Schlossmauern. Okay, gut. Gut, jetzt aber raus hier. Genau. So, das war doch eigentlich nicht mehr so schlimm. Oh, wow, und wir haben schon wieder so viel Monster bekommen. Totcharakter, das werden wir in der nächsten Session wahrscheinlich automatisch Level 8 erreichen. Hey, Monster, interessierst du dich nicht für mich oder was? Ich fühle mich jetzt aber irgendwie beleidigt. Nun kreisen mich ein paar Mal und dann kommen sie. Jetzt probieren wir mal wieder Handkantenschläge. Zack! Ha! Ah, war schon viel angenehmer als das gegenseitige Abschlachten da drin. Okay. Das war es eigentlich ganz schon ordentlich für eine erste Session. Items, okay, das müssen wir wieder mal aufholen. Und ich habe was zum Verkaufen für noch mehr Items. Was jetzt verdammt praktisch sein wird. Na gut, Level 7 dürfte eigentlich ausreichen, hoffe ich jetzt. Und Level 8, wenn wir die Schätze da oben einkassiert haben. Okay, dann werde ich mal versuchen, bei der nächsten Session den Endboss zu finden. Aber, ah ja, und Power und Guard sind nach oben geschossen. Magic und Speed sind immer noch superb. Und Waffe und Verteidigen sind immer noch arg. Naja, mit Baumwolle kann man sich halt nicht so gut verteidigen. Okay. Isuna will fangen, versucht sich wieder mit der Luft zu unterhalten. Aber lassen wir das mal. Das war der Void Doctor. Mit Ende der ersten Session von die siebte Saga. The Seventh Saga.